Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 2 gegen 2 auf der Map, die wir eigentlich gewetot haben wollten, oder nicht? Was ist das denn? Weil wir da mal getankpusht wurden. Naja, auf jeden Fall sind wir in einer neuen Aufnahmesession. Wieder mit Kamera, ich bin Genau. wieder akzeptabel gesund. Ich glaube, ich übersteuere schon wieder, oder? Das macht nichts. Doch, das musst du mir sagen, das sehe ich doch immer nicht. Aufnahme, Mikrofon, Pegel, ja, ist wieder auf 100. Er muss auf 94 stehen. Wie das Geburtsjahr von Leuten, die intelligent sind. Ja? Gjormund? Nee, mir. Gjormund ist irgendwie 44, ne? Also geboren. Nee, das glaube ich nicht. Der ist höchstens 44 Jahre alt jetzt. Hat er noch 22 Jahre, dann fängt das Leben an. Ja, das stimmt ja auch nicht mehr. Wobei, so alt wie er ist, vielleicht schon. Können wir jetzt auch mal ein Spiel kriegen? Was ist hier los? Warum laden wir alle so ewig? Wie Nergal sagen würde, Hallo! Genau. Wer ist der Ort bereits belegt? Thanatos und du laden nicht. Warum lädst du auch nicht? Weiß ich nicht. Der Pretoria und ich sind fertig. Ich habe aber jetzt auch den Windows-Ladekringel. Ja, nichts klicken, sonst stürzt das Ich Spiel ab. klicke nichts. Ich klicke nichts. Jetzt haben alle geladen, bis auf du. Bis auf Ich klicke nichts. dich. Ich habe den Windows-Ladekringel. Guck mal, es ist jetzt schon, da ich krank war letzte Woche, kann ich nicht mal mehr die deutsche Grammatik. Ist mir auch egal. Der So. Ingame-Sound ist voll Ich kann leise. ja mal erzählen, das ist Ah ja, natürlich ganz Zalrocks interessant für Geschichte. den aus dem Paulaner Garten. Genau. Ich habe den großen Gotti zum Rage-Quitten gebracht, Nergrux. Oh, das, da bist du in guter Gesellschaft. Das können normalerweise nur ganz gute Leute, ne? Ja, ich habe übrigens nicht gewollt, das musst du machen. Ja, gut, dass ich so angefangen habe. Ja, kriegst du hin. Ja, das passt schon. Wir haben auf dieser Map schon mal verloren, deshalb, aber. Nee, das war eine andere Map. Ja, was hast du dem Gordy gesagt? Dass er ganz toll in Formel 1 ist? Nee, pass auf. Wir haben FIFA gespielt, ne? Was ja völlig legitim ist. Nee, ist So. verboten. Dann Weil hat die den scheiß Gordy. Karrieremodus haben. Und du kennst ja Gordy. Wenn jemand anderer Meinung als Gordy ist, ist immer nicht gut, ne? Ja, das habe ich So. schon festgestellt, das stimmt ja. Und Gordy wollte halt komplett alles durch die Mitte und ja keine hohen Bälle. So, was Das ist ja passiert? voll langweilig. Was passiert? Das Tor fällt nach Eckball, einem hohen Eckball in die Mitte. So. Was macht der gemeine Rock? Direkt einfach mal, oh, Alter, eine Flanke, Tor, Flanke, Tor nach Flanke, das gibt's ja nicht, das geht doch gar nicht. Gordy daraufhin nur noch, alles gleich, geh ins Bett. Und ist abgehauen. Ja, so kennen wir den Gordy. Eigentlich müsste er dann nochmal eine Stunde später kommen und sagen, oh, dieses Spiel ist doch voll Kacke, während Nee, alle den haben wir anderen noch nicht. Spaß haben. Das ist Nee, eigentlich so die Follow-up-Reaktion von Gordy. seitdem hat er aber auch keine Lust mehr auf FIFA. Naja gut, du hättest auch keine Lust auf FIFA, wenn du verloren hättest. Ich kenne dich. Ja, was heißt, wir spielen ja zusammen. Wir sind ja ein sogenannter Pro-Club Ja, in der aber mit dir Türkei, im ne? Team zu spielen ist manchmal auch schlimmer als alleine zu spielen. Das kann ich nach 603 Folgen. Wir haben letztes Mal die 600 Folgen voll gemacht, Cyborg. 2 gegen Ja, 2, kann ich das bestätigen. Ich dachte, du wolltest die andere Geschichte erzählen. ne, eins nach dem anderen, na Ach gut. so, die kommt Danach dann kommt die nächste Gesch Folge, Genau, da Cliffhanger-mäßig. kommt die Geschichte von meiner Oma. Ich dachte, ich meinte eher die Geschichte des Durchblicks. Die hätte mich jetzt viel mehr interessiert. Ja, was heißt die Geschichte? Es gibt keine Geschichte des Durchblicks. Ich brauche eine Brille, Punkt. Ja, ich dachte, da würdest du jetzt mal schlaue Sachen zu erzählen. Warum? Ich bin. Ja, ich habe ärztlich diagnostizierte Sehschwäche und ich brauche eine Brille. Das sind alles die Informationen. Alter, das leckt wie Sau! Also ich habe ja das Gefühl, dass ich auch. Also ich war mal kurzsichtig, ja, und muss dann jetzt inzwischen keine Ich Brille mehr kann so nicht tragen. spielen! Warum leckt das wie Sau? Ja, weil du in Bayern wohnst. Ja, aber das ist doch kein Grund für einen Alarm! Aber ich musste ja jetzt, als ich meinen Ferienjob hatte, musste ich einen Sehtest machen. Und da habe ich 100% gekriegt, ja? Also. Ich kann sehen. Ich bin nicht blind. Ja, Habe ich echt prinzipiell keinen kann ich Witz auch gebaut, sehen. doch. Nee, das ist doof. Ist das Ich mein es Pylon leckt oder wie ist das dein Pylon? Sau! Es leckt Ist wie das jetzt mein Sau! Pylon oder ist das dein Pylon? Ich glaube, das ist mein Pylon. Was ist das denn? Du bist eins und du vier! Das gibt da nicht zu verstehen! Wow! 80.000 Linge kommen auf uns zu. Mach mal die Wall dicht. Dicht, habe ich gesagt. Also eigentlich so, dass du. Ja. Ich lenke die mal ein bisschen ab, damit es noch ein bisschen länger dauert. Brauch mal hinten hier eine Shield Battery, so dass wir nach unten gleich können. Wir müssten eigentlich unsere Echsen halten, aber.
Bricht gleich bitte den Pylon jetzt abbrechen, den vorne. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. So, dann mach ich nochmal. Damit wir einfach. Wir wollen den eigentlich nicht durchkommen lassen, aber er soll halt schon. Ja, also dein Nexus werden wir verlieren. Ich kenn's immer meinen. Ich kann nicht so genau reagieren. Es leckt, warum auch immer, wie die Seuche. Ja, ich muss leider den Pylon jetzt durchkommen lassen, weil die zu einem blöden Timing angekommen sind. Jetzt bin ich Supply Block. Das ist schlecht. Hast du jetzt ein 4-Gate danach gespielt? Bitte? Machen wir noch ein Gate mehr. Ich hab 3 insgesamt, ja, jetzt. Du brauchst 4, weil du die Robo ja nicht vorne supporten kannst. Aber bau auch ein Warp Prism. Wir müssten eigentlich jetzt gleich gegen All-In, ne? Also wichtig, jetzt nicht mehr Supply Block werden. Das sagte er, während der kurz vor dem Supply Block. Alter, dieses Gelege. Ich muss gleich mal das Spiel nochmal neu starten, weil das geht so nicht. Ja, mach doch. Also nicht jetzt bitte, aber. Oh, du bist Oracle-Meister? Ja, gegen Linge habe ich gedacht, wäre das vielleicht angebracht. Ich habe leider zu wenig Gas, um ein drittes Oracle zu spielen. Wimmelzeit, wir spielen hat Adept Heavy, da stehen gleich 5 Banelinge und wir sind tot. So, ich mach mal auf jetzt. Also ich werde jetzt exen, aber wir sollten trotzdem gegenpushen. Aber du kannst natürlich auch eben exen. Nur sollten wir trotzdem gleich pushen. Das ist ein solider Plan. Ah, nicht so schnell. Du kannst doch shaden. Ja, aber ich habe auch eine Sentry. Und Oracles. Aber Oracles sind schnell, habe ich festgestellt. Komm, werd fertig. Leck, 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 leck. Pass auf, da ist Creep. Nicht, dass er dich sieht. Ja, zu spät. Warum warpst du vorne Sentries, Cyrock? Weil ich es kann. Aber Sentries warpt man hinten, weil man dann noch Energie sammeln kann. Wenn man vorne schon ist, dann bringt es nicht Sentries zu warpen. Cyrock. Achtung, jetzt Stalker warpen, weil er Roaches hatte. Das war ein Hydras. Ja, aber er hatte auch Roaches gerade. Also das wird der andere sein, aber. Hallo, anmachen. Was macht ihr denn jetzt hier? Nicht das Gas angreifen, ihr Bobs. Hab ich eine Robo eigentlich gebaut? Nee. Ja, ich mach dann halt das Gas fertig, ne? Wo der andere kommt. Ja, das sind die Roaches, die ich angesprochen hatte. Ah, da bringt es jetzt gerade keinen Force-Field zu setzen. Machen wir einen Guardian. Doch, da waren Linge ein Haufen. Ja, Haufen. Aber das hätte uns mehr geschadet, wenn ich da ein Force-Field gesetzt hätte, als die Gegnern. Da habe ich mich spontan dagegen entschieden. Wir nehmen mal eben die Echse mit raus, ne? Und müssen dann aber hochpushen. Zieh mal deinen Warp Prism ein bisschen nach vorne, dass wir das beschützen können. Nicht, dass er gleich 5 Hydras abstellt und das. Jetzt zum anderen Zerg eben rüber. Das Gas brauchen wir nicht attackieren. Und den Spinecrawler, der da random rumsteht. Da hat kein Guardian-Schild. Neue Linge, alles klar. Kannst du übrigens auch Worker bauen dann zu Hause, ne? Achso! Weil meine Exo läuft eigentlich schon ganz gut. Meine nicht, ich hab geworben. Zumal die Main jetzt leer ist. Oh, 2 Adepten gegen 2 Queens wird nicht zur Not, so aussehen. Du kannst gleich noch einmal ein bisschen aus deiner Main, glaube ich, rüberziehen. Also meine Main ist quasi leer, dann wird deine ja auch quasi leer sein. Oh, simultan Guardian Shield, habe ich noch richtig gesehen. Das bringt gar nicht. Aber besser als nur einmal. Stimmt nicht, weil genau das ist der Punkt von, es bringt gar nichts. Sieh's! Hier ist ja gar nichts. Wollte ich jetzt gerade die an der dritten alles zerstören, da ist da einfach gar nichts. Das sieht nicht so schlecht aus für uns, für das erste. Ja, der eine ist ja schon raus.
Alter, ich hasse Leute, die überall Spinecrawler bauen. Das sind direkt hinter den Leuten, die überall Planetaries bauen. Die schlimmsten. Der hat hier 1000 Spikes. Habe ich irgendwo jetzt eine Robo? Habe ich die immer noch nicht gebaut? Wie ich einfach die ganze Zeit aus so einer Natural Reinforce, ja? Über die gesamte Map kommen meine Einheiten immer rüber. Jetzt hier toller Trick, Zarok, wenn man Forcefield auf die Eier macht, können die Eier nicht spawnen. Das ist tatsächlich so. Alter, du bist so ein richtiger Ei-Fetischist, ne? Ja. So, leider waren zwei, die neben dem Dings ihre Dingens hatten. Neben dem Dings ihre Dingens, finde ich auch gut. Easy, aber die Folge ist noch nicht lang genug, das heißt... Das war jetzt eher gar nichts, ne? Leider. Lass mich mal kurz neu starten, weil... Achso. Nicht geil. Na gut, dann muss diese Folge doch ein bisschen kürzer sein, weil Zarok neu starten muss. Ich würde sagen, an dieser Stelle war es das dann für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin beim nächsten Mal wieder vorbei. Wir können uns dann um B-Watches noch ein bisschen kümmern, weil Phase 3 erfolgreich, würde ich sagen. Hier oben rechts müsst ihr vorklicken und jetzt erstmal von mir und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.